vergessene Teufel. Hörspiel von Mario Göpfert. Nach einem tschechischen Märchen von Jan Drda. Sonst wird's noch schlimmer für dich. Der Luzi stinkt ohnehin schon, so habe ich ihn lange nicht mehr erlebt. In deinem Fell möchte ich nicht stecken. Hier ist er. Herr. Knie nieder. Sprich, wer bin ich? Ihr seid Luzifer, der lichtvolle, allmächtige Großfürst der Unterwelt, Herrscher über die 7 Haupt- und die 49 Nebenhöllen, Gebieter der schwarzen Flüsse und der düsteren Düfte, Oberster Kesselwart und Feuerverwahrer, Born der vollkommenen Wahrheit, unser aller Wohltäter. Und wer bist du? Ich bin Mattes, dein nichtswürdiger Knecht, Schandfleck der Teufelschaft, Beschmutzer und Verräter deiner herrlichen Weisheiten, ein ehrloser Wicht, der es verdient, in den Staub getreten zu werden. Du Himmelhund! Was hast du da eben gesagt? War etwas nicht richtig? Wiederhole deinen Namen. Mattes. Elender Engelsbraten! Deinen richtigen Namen will ich wissen. Ich wissen. Gundelin Trepi Feixel Quarksifel. Das klingt wenigstens. Steh auf, damit wir endlich beginnen können. Und du nimm deine Kuhhaut und halte die Personalien fest. Name. Habe ich doch gerade gesagt. Name. Mattes Gundelin Trepi Feixel Quaxifel. Beruf. Schmiedegeselle. Wie? Spuckteufel, dritte Kategorie. Besondere Fähigkeiten? Keine. Wo zuletzt tätig? In einer Waldhütte bei Mantelsgab. Als was? Leuteerschrecker. Wann dorthin versetzt? Da muss ich erst mal nachrechnen. Vor 132 Jahren, 9 Monaten und 16 Tagen. Stimmt das? Wird schon stimmen. Das reicht fürs Erste. Nun erzähle mir ein bisschen von deiner Arbeit. Hast du sie gern ausgeübt? Gern? Nun ja, sicher. Ich muss freilich gestehen, dass ich nicht immer der Eifrigste war. Heißt das, du hattest keine Freude am Spuk? Doch, doch, Freude hatte ich durchaus. Nur schien es mir manchmal, als ob die Leute gähnten. Während du spuktest? Ja. Das ist unerhört. Leg im Einzelnen dar, worin deine Spuktätigkeit bestand. Ich hatte kein festes Programm und tat, was mir eben einfiel. Und das wäre? Gegen Mitternacht begann ich fürchterlich zu brüllen. Hierauf hub ich an, mit schweren Eisenketten zu rasseln und Blitze zu spucken. Dann verwandelte ich mich selbst in einen Kugelblitz und rollte durch die Stube, wobei ich jaulte und einen mörderischen Gestank verbreitete. Wenn das noch nicht ausreichte, raste ich als Feuerbesen ums Haus. Und weiter? Oder ich sprang als kopfloser, rotglühender Hund umher und bellte markerschütternd, wobei ja das Bellen ohne Kopf... Hast du den Sargdeckeltrick versucht? Den kenne ich nicht. Oder den Vampirspuk? Nö, nie. Nur selten. Manchmal. Alles Kinkerlitzchen. So leicht sind die Menschen nicht mehr zu erschrecken. Da muss man sich schon etwas Besonderes einfallen lassen. Ein Sensationchen, einen Superspuk, ein kolossales Gruselding. Ich weiß aber... Du bist ein Schlappheini, Faulenzer, Dröckeberger. Allein dafür verdienst du die härteste Bestrafung. Merk dir, das Spukhandwerk gehört zu den vornehmsten Dingen zwischen Hölle und Erde. Satans gesammelte Werke, Band 17. Was soll aus den Menschen werden, wenn sie das Gruseln verlernen? Am Ende glauben sie noch, sie seien die Herren der Welt. Das dulde ich nicht. Ich bin der Chef, bin der Chef, bin der Chef. Ihr seid der Chef. Richte uns, wie es zu den ungeheuerlichen Vorfällen kam, in deren Verlauf du dieses abscheuliche Menschenaussehen angenommen hast. Eigentlich gibt es ja da nicht viel zu erzählen. Hört, hört. Es hat sich einfach so ergeben. Pfui, Engel. Du hast es zugelassen, dass dich dieses Weib derartig verunstaltet. Hat dir Satan, unser Erzvater, dein Fell geschenkt, damit du es unter einer albernen Hose versteckst und mit einem Affijäckchen behängst? Deinen Hörnern scheinst du ja auch nicht nachzutrauen. Und das fällt mir ja jetzt erst auf. Zieh die Hose runter. Tu es. Bitte nicht. Dann muss ich nachhelfen. Oh. Wo ist dein Schwanz geblieben? Auf dem Komposthaufen. Auf dem
Was? Komposthaufen. Das sagst du, ohne rot zu werden. Er passte nicht in die Hose hinein und da hat ihn die Marthe, ich meine die Alte... Das ist mir noch nicht vorgekommen. In der ganzen Höllengeschichte kenne ich keinen solchen Fall. Ich verlange von dir einen genauen Bericht über die Vorfälle in der Waldhütte bei Mandelsgab. Überleg dir gut, was du sagst. Und du hör auf zu popeln und schreib. Als ich eines Morgens erwachte, fand ich die Hütte verlassen. Möbel, Geschirr, alles fort. Nur die Ofenbank war mir geblieben. Und was tatest du, als du allein warst? Ich legte mich auf die Ofenbank. Und döste. War das alles? Nachts spukte ich ein bisschen. Mehr zu meinem Vergnügen. Es war ja niemand da zum Erschrecken, außer ein paar Mäusen. Weshalb hast du der Höllendirektion keine Meldung erstattet? Weil ich annahm, dass sowieso bald einer vorbeikäme und... Selbst unsere Kontrollteufel können ihre Augen nicht überall haben. Deine Pflicht wäre es gewesen, dich unverzüglich bei deiner zuständigen Gruseldienststelle einzufinden. Oder kennst du die teuflische Verhaltensvorschrift nicht? Paragraph 798. Ich dachte, dass es auf einen armen alten Teufel mehr oder weniger nicht ankommt. Da irrst du dich aber gewaltig. Wie lange dauert denn dieser Zustand? Ungefähr. Kannst du keine genaueren Angaben machen? Lass den Krümelkram zum Thema. Wann tauchte die Alte auf? Das war eines Tages. Eines Tages? Sind das Angaben? Fahre fort. Ich lag gerade auf der Ofenbank. Ich dachte es mir fast. Und auf einmal, da höre ich es draußen in der Diele rumpeln und poltern. So, das wäre also mein neues Quartier. Ziemlich verwahrlost, aber... Jesus, wer bist du denn? Wohnst du hier? Das kann nicht sein. Im Dorf hat man mir versichert, ausschauen tust du wie der Leibhaftige. Na nun red doch und starre mich nicht immer so an. Kaum hatte ich mich vom ersten Schrecken erholt, begann ich unverzüglich mit dem Spuken. Heilige Jungfrau Maria, der Teufel ist persönlich. Na, für einen wie dich ist die Hürde zu schade. Gut, es war nicht so gemeint. Deswegen musst du nicht gleich alles demolieren. Es sieht ja ohnehin schon kurios genug aus. Ein Besen hätte ich mitbringen sollen und ein Wasserhalm. Also stinken tu das hier wie in einem Kuhhintern. Mach bloß einer das Fenster auf. Kannst du vielleicht einmal mit deinem albernen Herumgerolle aufhören? Oder willst du mir Angst machen? Du halbe Portion, ha, seid ihr Teufel alle so dürr? Denk dir bloß, stellt mir der Bauer heute Morgen einfach die Sache vor die Tür. Kein Funken Mitgefühl, der Halunke. Sagt für unnütze Esser sei kein Platz mehr unter seinem Dach. Dabei kann ich zupacken für zwei. Gibt es wenigstens eine Kehrichtschaufel in diesem Miststall? Ach, wozu auch? Na, und die im Dorfe sehen mich nur schief an. Oder glaubst du, einer von denen hätte mich bei sich aufgenommen? Ich sage dir, wenn mein Mann noch lebt, da... Aber was sage ich dir das? Dich interessiert's ja eh nicht. Kerl, du wirbelst deinen Staub auf, dass man seine eigene Hand nicht mehr vor Augen sieht. Das muss ich ändern. Ab sofort wird Ordnung geschafft. Ich will nämlich hier einziehen. Ich spukte bis zur völligen Erschöpfung, ohne besonderen Eindruck bei der Alten zu hinterlassen. Einmal zauste sie mir sogar das Fell. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Mir wurde ganz weich um die Galle. Was zog sich danach zu? Sie ging weg. Wohin? Zum Bauern, ihre Sachen holen. Und was tatest du? Ich legte mich wieder auf die Ofenbank. Das war unverantwortlich. Du hättest dich mit uns in Verbindung setzen und Verstärkung anfordern sollen. Ich fühlte mich so müde. Müde? Ich hatte seit 50 Jahren nicht mehr gespukt. Ich musste mich erst daran gewöhnen. Faule Ausreden.
Du lagst auf der Ofenbank und weiter? Ich weiß nicht, ob ich geschlafen hatte, denn es dämmerte draußen schon zur Nacht. Hast du dich ausgetobt? Dann steh auf und hilf mir. Der Bauer war so gnädig, mir meine Sachen herzufahren. Wenn du mit zupackst, dann koche ich dir was Feines. Ist das ein Angebot? Hey, noch immer stumm. Sag mal, Anton! Anton! Na, klappt doch. Machst du nur mit oder nicht? Bleib mir fern, du haariges Weibchen, du Ausgeburt des Himmels, voll Spucke. Oh, nicht schlecht. Aber reden kannst du jedenfalls. Brauch dir bloß ein bisschen zur Hand geht. Am Ende schaffe ich's auch selbst. Man sollte eben nicht erwarten, dass ein Teufel Manieren besitzt. So, der Schrank steht. Da staunst du's aber, Bart. Naja, mir ist es im Prinzip egal, ob du ein Engel oder ein Teufel bist. Hauptsache, ich bin nicht allein hier. Wie heißt denn du eigentlich? Gundelin, Trebi, Feixel, Quaxifell. Sollte es etwa ein Name sein? Ich nenne dich lieber Mattes, so wie mein seliger Mann geheißen hat. Ich lasse mich von dir überhaupt nicht nennen. Dickschädel. Ich heiße Marthe. Interessiert mich nicht. Bis in die Nacht fuhr, werkte die Alte in der Hütte herum. Sie fegte die Stube, flickte die zerbrochenen Fensterscheiben mit Leinwandfetzen und stopfte Lumpen in die Dachlöcher. Ich wollte von alledem nichts wissen und rollte mich auf meiner Ofenbank zusammen. Da stieg auf einmal ein Geruch von Pilzen, geschmorten Zwiebeln, von Butter, Kartoffeln und Petersilie vom Herde auf und kroch mir in die Nase. Wie widerlich! Ich konnte mich kaum beherrschen, denn ich hatte außer drei angefaulten Elstereiern, ein paar Käfern und einem Stück trockener Rinde nichts im Magen. Und du Schlappschwanz hast dich natürlich breitschlagen lassen. Nein, so war es nicht. Also ich für meinen Teil esse jetzt. Wenn der Herr Teufel mit einer einfachen Pilzsuppe vorlieb nehmen möchte, so ist er herzlich eingeladen. Ich habe bereits gespeist. Aha. Was speisen denn der Herr Teufel immer? Das ist Dienstgeheimnis. Ach so. Mattes, mein seliger Mann, aß am liebsten Klöße mit Dillrahmsoße. Und feiertags gab es Kapernklopse oder Rostbraten mit Kartoffelmus und feinstem Rauchspeck, ganz goldgelb in der Pfanne zerlassen. Als Nachtisch mochte er gern Haselnusspudding oder Schlehenmus, manchmal auch frische Kräutersalate, dazu ein kräftiges Malzbier und eine gute Zigarre. Aber ich glaube, eure Höllenküche hat mit ganz anderen Spezialitäten aufzuwarten. Lass mich in Frieden. Na, wenn du nicht willst, dann nehme ich mir noch einen Schlag Suppe. Die jungen Morcheln sind ausgezeichnet. Ich hätte noch ein paar geröstete Semmelbrösel darüber streuen sollen. Was ist denn in dich gefahren? Als ich die Suppe sah, dick und glänzend, wurde mir himmelelend zumute. Ich kroch auf meine Ofenbank und stellte mich schlafend. Am Morgen trieb mich der Hunger vor das Haus, wo ich mir rasch einige Rindenstücke aufklaubte. Das kann ja keiner mit anhören. Dein Magen muss ja die reinste Müllgrube sein. Geht's dich was an? Wollen wir uns nicht doch im Guten einigen? Nie und nimmer. Man könnte direkt auf den Gedanken kommen, du hast was gegen mich. Habe ich auch. Was muss ich denn tun, damit du mir wohlgesonnen bist? Am besten du verschwindest. Was versprichst du dir davon? Meine Ruhe. Wie sieht denn deine Ruhe aus? Ich verstehe. Auf der Ofenbank lümmeln, Rinde kauen, das Gras in den Ohren wachsen lassen. Jeder tut, was ihm gefällt. Siehst du. Und mir gefällt es, hier zu bleiben. Das ist meine Hütte. Platz ist für zwei. Nein, einer ist zu viel. Ich gehe nicht freiwillig. Dann müssen wir unsere Kräfte messen. Aber fange nicht wieder zu spuken an. Was sonst? Ich schlage vor, dass wir um die Wette fluchen. Ja, und wenn ich gewinne, dann fliegst du achtkantig raus. Einverstanden. Wer fängt an? Du. Warum ich? Weil du blöd bist. Alte Wachtel. Selber blöd, du Hornvieh. Halt die Klappe, du hässliche Tomate, du Matschpflaube, du Riesenzwiebel. Was sagst du da, du pickliger Gnom, du Louis, du Sumpfdackel? Werd nicht frech, du ausgetrocknete Suppenschildkröte. Ich zeig es dir, du ekliger Stinkstiefel, du Käsesocke, du Kuhklack. Oh, du aufgeblasene Schlammunke, Fleischwürgerin, Schlangenbiest. Heb dich von mir. Ich soll mich davonheben, du beknackter Kakerlakenlacke, du Triefmaul, du fettiger Kesselgrill.
Labyrinth. Pack dich selber. Das wäre ja noch schöner, du meckernde Mistkrücke. Du Kellerhassel, kriecht hier und so weiter. Geh dahin, wo der Schwefel blüht. Hol nicht alle Tassen im Schrank. Du Schwappelknie, du wandelnder Miefbatzen. Du Schielemöppe, Geiferzahn, Rotzbacke. Hau ab, zieh Leine oder soll ich dir Beine machen, du Fatzke? Warte nur, du krummbeinige Vettel, du Buckelweib, du Giftkröte. Gleich werd ich dir eins überbraten. Verlangen ja die Hühner, du Laffe, scher dich bloß fort. Mach die Mücke, verpfeif dich, dämlicher harter Lump. Saubrezel, Kanalratte. Rutsch mir den Buckel runter und vorne wieder hoch. Kratz die Kurve, du Dreckbolzen. Fahr zur Hölle hinab. Hör auf. Bitte, bitte, bitte nicht in die Hölle. Du gibst dich geschlagen. Du hast gewonnen. Warum wolltest du nicht in die Hölle zurück? Ich weiß es nicht. Weiß es wirklich nicht. Du lügst. Du willst es nur nicht sagen. Darauf steht Strafverschärfung. Paragraph. Es ist mir so herausgerutscht. Herausgerutscht? Paragraph 448. Lass deine Paragraphen stecken! Du bist ein mieser Versager, gib es zu. Ich bin ein mieser Versager. Zum nächsten Punkt. Die Alte erlaubte mir zu bleiben. Ich legte mich auf die Ofenbank. Das brauchst du nicht andauernd zu betonen! Währenddessen streifte die Alte den ganzen Tag lang in der Gegend umher und sammelte Kräuter, die sie abends in kleinen Bündeln zum Trocknen aufhängte. Bald schon verbreitete sich ein wunderlicher Geruch in der Hütte. Mal süß, mal herb, mal lieblich, mal bitter. Richtig angenehm. Angenehm ist nur, was stinkt. Es stank angenehm. Wenn die Kräuter getrocknet waren, zerrieb sie sie und füllte sie in kleine Säckchen. Ich machte mir manchmal den Spaß, ihr die Säckchen durcheinander zu bringen. Was sucht denn der Wiesenkerbel bei der Kapuzinerkresse und die Knoblauchrauke im Ferkelkraut? Nein, na sowas. Und der Keulenbärlapp ist wohl auch nur rein zufällig im Nieswurzsäckchen gelandet. Rein zufällig? Ich warne dich, Freundchen. Treib es nicht zu arg oder ich streiche dir deine Ration. Brauche keine Ration. Wenn ich daran denke, wie du dich gestern auf die Klöße gestürzt hast. Sie taten mir leid, ich wollte nicht, dass sie schlecht werden. Ach, und die Himbeergrütze muss dir besonders leid getan haben. Ja, nein. Doch, warum bringst du mich durcheinander? Ich sage so, wie es ist. Schick dir deine Himbeergrütze sonst wohin. Herrgott, jetzt frisst der Kerl schon wieder Rinde. Gleich gibt es Mittagessen. Rate mal, was ich heute gekocht habe. Gulasch und Knödel. Ich lasse mich nicht von dir fassen. Woher hast du denn den Blödsinn? Na komm schon, essen. Na komm schon. Komm schon. Komm schon. Die Menschen sind böse. Sie trachten danach, uns armen Teufeln den Kopf zu verdrehen. Na, bin ich also böse? Das einzige Vernünftige, das die Menschen hervorgebracht haben, ist das Militär. Also, du mach deinen Mund zu. Dir läuft ja an den Seiten alles heraus. Da können selbst wir Teufel noch was lernen. In puncto Ordnung und Disziplin. Halt doch dein Messer nicht so verkrampft. Die Gabel liegt locker zwischen Daumen und Zeigefinger. Hier, schau her. Ansonsten sind die Menschen eine Plage. Ohne sie hätten wir Teufel es leicht auf der Welt. Ich werde ihn erst mal waschen. Man muss sich eine Klammer auf die Nase stecken, wenn man neben dir sitzt. Hellen Quellen muss ich auszustehen. Lalalala. Au! Du verbrühst mich ja. Och, auch noch zimperlich. Ich dächte, ihr werdet in der Hölle ganz andere Temperaturen gewohnt. Ein braunes Fell hast du. Und wie es glänzt. Wer hätte das gedacht? Waschen ist ungesund. Man kriegt davon eine dünne Haut wie die Menschen. Komm mit zum Kleiderschrank. Ich such dir ein paar Klamotten heraus. Hier, probier mal das Hemd. Wozu? Na, ich will sehen, ob es dir passt. Und jetzt die Weste. Und nun die Hose. Hier, da. Das sind alles Sachen von meinem seligen Mattes. So. Mit der Hose klappt irgendetwas nicht so hinten herum. Ja, dein Schwanz. Ich werde ihn dir hochbinden. Aber vorsichtig. Wir gehen am besten dazu vor die Tür.
Wenn du meinst. Leg ihn hier auf den Hackklotz. Was willst du tun? Ich will ihn abmessen. Mit der Axt? Tapfer, mein Freund, schon ist ausgestanden. Mein schöner Schwanz, was hast du getan? Der Schwanz war ab. Da ließ sich nichts mehr dran kurbeln. Ich hatte die Wahl, entweder ein halber Teufel zu bleiben oder ein ganzer Mensch zu werden. Schurke, Lügner, Verräter! Ei, wie der Wicht blendet. Euer Wohlgestank. Was ist? Meine Kuhhaut ist voll. Was geht mich das an? Worauf soll ich schreiben? Bin ich von Schwachköpfen umgeben? Das hättest du vorher denken können, dass das nicht auf eine Kuhhaut geht. Soll ich neue holen? Du bleibst da und passt auf den Halunken auf. Wozu haben wir unseren Botenteufel? 5 Minuten Pause. Ich muss Luft ablassen. Keiner kann so laut brüllen wie der Luzi. Wird's schlimm werden für mich? Sieht jedenfalls nicht gut aus. Ob er mich aus der Hölle rausschmeißt? Das glaube ich kaum. Das würden andere bloß ausnutzen wollen. Du weißt ja gar nicht, was für ein Durcheinander du angerichtet hast. Man munkelt, in der 13. Nebenhölle hätten einige unverbesserliche Teufel damit begonnen, sich heimlich zu waschen und die Zehennägel zu säubern. In der 17. will man gar einen Kamm und ein Stück Kernseife gefunden haben. Das wäre früher undenkbar gewesen. Die jungen Teufel murren am meisten. Sie beschweren sich, dass es stinke und überall Dreck herumliege und dass es in der Höllenkantine immer nur Mehlwurmpüree und niemals Sauerbraten und Kartoffelpuffer gebe. Wenn ich nur wüsste, wer mich angezeigt hat. Dabei lief alles so gut, wie es besser nicht hätte laufen können. Achtung! Pause beendet. Da sind deine Kuhhäute, du Kalbskopf. Also, wie war das mit den Hörnern? Ich habe sie mir in einem Astloch abgebrochen. Du selber? Die Marthe hatte mir auf dem Markt eine Mütze gekauft. So eine schöne, weiche, mit Karo-Muster. Die Hörner waren im Wege. Eine Mütze. Eine Mütze! Eine wundervolle Mütze. Alle Wetter! Aus dir ist ein passables Mannsbild geworden. Darf ich mich nun wieder auf meine Ofenbank legen? Ich würde es lieber sehen, wenn du mir ein wenig im Haushalt hilfst. Die Löcher im Dach, die stören mich. Eine neue Tür brauchten wir auch. Und dann muss Holz für den Winter zusammengetragen werden. Ich weiß aber nicht, wie man das macht. Du wirst es schnell lernen. Ich bin schon 580 Jahre alt. Ja, bei deiner Faulheit zählt nur jedes 10. Jahr. Geh, nimm die Axt und spalte Holz. Ich will den Herd heizen. Ich mochte keinen Ärger und so tat ich, wie mir befohlen war. Ihr werdet es nicht glauben. Je länger ich mit der Axt hantierte, umso wärmer wurde mir in den Gliedern. Mit jedem Schlag wuchs meine Kraft und meine Sicherheit. Ich roch das würzige Harz, sah die blanke Schneide in der Sonne blitzen und spürte ein feines Summen in den Fingerkuppen. Du scheinst ja direkt Spaß daran gefunden zu haben. Ja, Spaß. Es bereitete mir ein seltsames Vergnügen zu sägen, zu hämmern, zu schnitzen. Vergnügen, notiere das. Aha, Strafverschärfung. Eines Tages, ich zimmerte gerade einen Kaninchenstall, klopfte mir die Marthe auf die Schulter. Leg dein Werkzeug beiseite, wir wollen ins Dorf gehen. Ah. Du hast dich prächtig herausgemacht. Ja. Nun kann ich mich getrost mit dir unter den Leuten sehen lassen. Mhm. Die werden staunen. Neidisch werden die Weiber sein. Ja. Dachten, sie könnten mich abschieben, weil ich keinen Mann mehr habe. Ja. Mich? 2 Bier. Schreib's an, Wirt. Bier? Du verträgst es doch hoffentlich. Wen sehe ich denn da, die Marthe? Gibt's dich noch? Ja, mich gibt's noch. Und das ist Mattes. Mein neuer Mann. Freut mich. 2 Bier, wohl bekommt's. Danke. Danke. Mein neuer Mann sucht Arbeit. Ich? Brauchst du nicht noch einen Schmiedegesellen? Naja, kräftig schaut er ja aus. Und versteht es, mit Feuer umzugehen. Naja, ich will mir's überlegen. Komm morgen früh in die Schmiede. Also dann. Na bitte. Das war aber nicht ausgemacht. Ich besitze keinen Heller mehr. Das letzte Geld habe ich für deine Mütze ausgegeben. Wir brauchen Mehl zum Backen. Wir brauchen Butter, Schmalz und Fleisch. Und wenn ich nicht will? Ich kann dich nicht zwingen. Wie ist es denn in der Schmiede? Schön warm vor allem. Und es riecht nach Eisen, Funkenstäben.
Flammenlohn, ein Lärm, wie von 100 Glocken. Du wirst dich heimisch fühlen, als wärst du in der Hölle. Spendierst du mir noch ein Bier? Natürlich. Wirt, noch ein Bier für Mattes, meinen neuen Mann. Aber gib Acht, der Schmied ist ein echter Witzbold, der auf seine Kosten kommen will und seine Gesellen gern auf die Probe stellt. Soll er's erst mal versuchen. Als ich am nächsten Tag die Schmiede betrat, wusste ich sofort, was mir zugedacht war. Nimm die Zügel! Fester, fester! Achtung, sie schlägt aus! Ich kann sie nicht länger halten! Ihr Anfänger! Mehr Courage! Bindet ihr die Vorderhufe zusammen! Ey, Freund! Was stehst du und staunst Bauklötze? An die Arbeit! Dort liegt Eisen und Werkzeug. Beschlag das Pferd! Es soll dein Gesellenstück werden! Nun, Pferde beschlagen ist für einen alten Teufel wie mich wahrhaft ein Kinderspiel. Das wusste der gute Schmied natürlich nicht. Ui. Schau her. So ein Teufelskerl. Du hast scheint mir ein Gespür für Pferde. Ui. Bist wohl ein ausgedienter Soldat. Ja, so was Ähnliches. Wo hat dich denn die Marthe aufgegabelt? Das ist eine Geschichte für sich. Na, du wirst nicht vom Himmel gefallen sein. Ganz und gar nicht. Die Weiber tratschen. Was tratschen sie? Och, dummes Zeug. Es ginge bei euch angeblich nicht mit rechten Dingen zu. Hätte früher da draußen gespukt in eurer Hütte. Alles Unsinn. Aber manche wollen sich partout noch daran erinnern, dass einst zu Großvaterzeiten ein Poltergeist dort gehaust habe. Irgend so ein langweiliger Trottel, so ein Taugenicht, so ein Unruhestifter. Sind bloß neidisch. Die Weiber. Sag ich auch. Ach, so. Fertig, Meister. Tadellose Arbeit. Nehmt ihr mich in eure Dienste? Solch einen Gesellen habe ich mir schon lange gewünscht. Fortan war ich erster Geselle beim Schmied. Im Beschlagen der wildesten Hengste und Stuten konnte es mir keiner gleichtun. Die Bauern prosteten mir in der Schenke zu und lobten lauthals meine Arbeit. Wie stolz mich das machte. Und sonntags, wenn ich gekämmt und rasiert und in blank geputzten Schuhen mit der Marthe ins Dorf spazierte, fühlte ich mich wie neugeboren. Die Marthe ging in die Kirche, was sie sich seit Jahren nicht mehr getraut hatte. Du Abtrünniger wirst doch nicht mehr. Nein, nein, nein. Was sollte ich da? Den Staub von den Bänken lecken oder diese traurigen Lieder singen? Die meisten Männer saßen ohnehin in der Schenke. Ha, da ging's lustig zu. Und wenn mir danach ist, dann verwandle ich mich in einen rotglühenden Hund und rolle meinen Kopf wie eine Kanonenkugel vor mir her. Oder ich rase als knisternder Feuerbesen ums Haus. Da kommt deine Marthe. Komm, setz dich zu uns, Marthe. Wir machen gerade einen Lügenwettstreit und dein Mattes schießt den Vogel. Was ist? Hat dich der Pfarrer zusammengedonnert? Er hat vom Fegefeuer erzählt. Und mich dabei angestarrt. Darf's nicht hinhören. Ob er was ahnt? Was sollte er ahnen? Ist wegen mir. Weil der Mattes nicht von hier ist. Auf den Mattes schwöre ich. Und wenn der aus der Hölle käme. Jesus, da kommt der Pfarrer. Seit wann trinkt der Bier? Muss heute mächtig trocken bei euch in der Kirche gewesen sein. Lästere nicht. Jetzt schaut er zu uns herüber. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Gott zum Gruß. Auch auf ein Bier? Kommst recht selten zum Gottesdienst. Viel Arbeit? Jede Menge. Habe aber einen tüchtigen Gesellen, den Mattes hier. Er soll ja wahre Wunder vollbringen. Ach, mehr noch. Komm, wir gehen lieber. Na, so bleibt doch. Was ist auf einmal los mit euch? Nun war es aus mit unserem Frieden. Obwohl wir es anfangs nicht wahrhaben wollten. Schließlich waren wir arme Leute, hatten niemandem etwas zuleide getan. Und hat nicht jeder Teufel ein Recht? Na? Red weiter, nur keine Scham. Wozu hat dein Teufel ein Recht? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Du falscher Heiliger, du! Wie lange willst du mich noch zum Narren halten? Nicht mehr lange, ich bin gleich am Ende. Also, es vergingen keine 3 Tage. Gott steh uns bei, der Pfarrer kommt. Was
soll ich tun? Kriech in die Esse, dass er dich nicht sieht. Herein. Grüß Gott. Ich grüß Gott, Herr Pfarrer. Ich muss einmal schauen, wie es der Marthe geht. Setzt euch, Herr Pfarrer. Danke, mein Kind. Wo ist dein Mann? Oh, er ist gerade aus dem Haus. Drüben auf dem Meierhof haben sie ein krankes Pferd. Wo hat er das mit den Pferden gelernt? Er war Bursche. Bei einem Rittmeister. Aha. Da ist was im Kamin? Das ist der Wind. Eigenartig. Es ging kein Lüftchen draußen. Hör mal, Marthe. Mit dem Mathis ist alles in Ordnung? Ja, was? Was sollte denn mit ihm nicht in Ordnung sein? Ich freue mich, ehrlich, dass du nach so langer Zeit einen neuen Mann gefunden hast. Andererseits kann ich mich wiederum nicht freuen. Er ist ein herzensgutes Wesen. Ja, manchmal verbirgt sich das Böse im Gewand des Guten. Oder umgekehrt. Ich mache mir nur Sorgen um dich, vor allem. Das braucht ihr nicht, Herr Pfarrer. Ich möchte, dass Ruhe und Ordnung in Mandelsgab bleiben, dass keine üble Rede umgeht und alle zueinander halten, wie es stets war. Das möchte ich ebenso. Jeder im Dorf möchte das. Ich verstehe immer noch nicht, was ihr wollt. Du verstehst es sehr gut. Ich gebe den Mattes nicht her. Überlege, was du tust. Ziehe nicht das Unheil auf dich herab. Na, das Weitere dürfte euch bekannt sein. Wir erhielten Meldung, dass ich in Mantelsgab vermutlich... Ruhe! Aus deinem Munde will ich es hören. Nicht lange danach, es war wieder ein Sonntag und ich ging Seit an Seit mit der Martha auf der Landstraße nach Hause, da hörte ich plötzlich hoch oben aus der Luft einen Ton. Was war das? Was soll der Unfug? Mathis, um Himmels Willen! Sie haben mich. Wer zum Teufel? Es ist alles aus. Kommt! Ratzmann! Was ist das für ein Donnerwelsch? Teufelskurzsprache. Ohm, Kolobom, Ohm! Was sagt er? Ich soll mich zusammenreißen. Gacke! Die Flagge! Und ihm augenblicklich folgen. Das lasse ich nicht zu! Ünf, Nünnewünf! Balla! Halla! Du sollst dich nicht widersetzen. Den Mattes wollt ihr! Nur über meine Leiche! Dodli, Modli, Killi me! Kafras al Rafkas! Es ist beschlossen. Mattes, so wehre dich doch! War das deine ganze schändliche Geschichte? Ja. Hast du noch etwas hinzuzufügen? Nein. Oder zu deiner Verteidigung vorzubringen? Nein. Bekennst du dich schuldig? Schuldig? Schuldig des unteuflischen Verhaltens in schwerem Grade der Menschenfreunde, leider gröblichen Verletzung der Spukpflichten, des unerlaubten Schwanzverlustes, der Vielfresserei, der Waschsucht, des Tragens von Kleidungsstücken, des Nützlichkeitsfimmels... Das genügt! Gundelin, Trepifaxel, Quaxifel. Das bin ich. Ich erkenne dich in allen Punkten für schuldig und verurteile dich aufgrund deiner erwiesenen Untaten zu 700 Jahren Kesselheizen im hintersten Höllenpfuhl. Oh. Dort, wo nie ein Lichtstrahl hindringt, wo der Gestank am größten ist und sich der Schmutz wie ein finsteres Gebirge türmt, auf das du daraus deine Lehren ziehst und dich unter Qualen deiner Teufelsnatur entsinnst. Was druckst du herum? Hast du noch etwas zu vermelden?
Wäre nicht euch und mir und allen anderen besser gedient, wenn ihr mich, meinetwegen unter Schimpf und Schande, aus der Hölle hinauswerfen würdet? Schafft ihn mir aus den Augen, den elenden Wurm! Auf geht's. Ist ja deine eigene Schuld. Schau, was da wieder los ist. Ich eile. Mathis, wo bist du? Hier! Halt's Maul! Haben Sie dir etwas getan? 700 Jahre haben Sie mir gegeben. Na, das wird reichen. Die Alte ist am Höllentor, hat Beseneimer und Scheuerhader bei sich. Lasst sie unter keinen Umständen herein. Ach, sie ist schon drin. Sie kehrt eben die Vorhölle. Jetzt wischt sie. Die Seifenlauge wird uns gleich überschwemmen. Schaumflocken fliegen über alles, riecht nach Bodawachs. Sofort aufhören! Wenn ihr hier den Mattes nicht rausrückt, dann mache ich aus eurer Hölle eine Puppenstube. Ich werde euch die Haare schneiden und die Nägel stutzen. Ihr werdet schön brav bei Tische sitzen und mit Messer und Gabel essen. Ihr werdet guten Tag und auf Wiedersehen sagen lernen. Und nicht schmatzen und nicht popeln und nicht kippeln und euch dreimal täglich die Zähne putzen. Richtige Engelchen will ich aus euch machen. Ich brauche meinen Dreck. Und du, Müsling, kommst als Erster unter die Schere. Sie meint es ernst, seht mich an. Verschwinde und nimm die Alte mit. Schert euch fort auf Nimmerwiedersehen. Marthe, er hat mich freigegeben. Ich darf ein Mensch bleiben. Prima. Warte, ich will hier nur noch schnell fertig wischen. Aus meinen Augen mit euch. Aus meinen Augen. Was machst du denn heute zum Mittag? Klöße mit Dillrahmsoße. Ah, das schmeckt. Der vergessene Teufel. Hörspiel von Mario Göpfert. Nach einem tschechischen Märchen von Jan Drda. Dramaturgie Christina Schumann. Es spielten Mattes Hartmut Schreier, Marthe Ruth Glöss, Luzifer Roland Knappe, Amtsteufel Herbert Sand, Schmied Harald Warmbrunn, Pfarrer Joachim Tomaszewski. Schnitt Andreas Meinetzberger. Ton Bernd Friebel. Regieassistenz Nadja Dierichs. Regie Karl-Heinz Liefers.